Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider 3 Remastered. Hier in Area 51. Klappt echt gut, wirklich, muss ich sagen. Gestern habe ich ja bei meiner ersten Aufnahmesession von Tomb Raider 3 das Haus und halt Indien komplett abgeschlossen in der Aufnahmesession. Und heute ist meine zweite Aufnahmesession ja dann dementsprechend und ja, heute kann ich dann Nevada komplett abschließen. Ist doch super. Perfekt. Ja, okay, das minimal an Energieverlust, ne, nehme ich dann mal hin. Und hier haben wir jetzt eine Karte. Und du bist was? Du bist der Abschusscode. Oh, ja, geil. Da müssen wir jetzt zur großen Rakete zurück. Yay! Easy schmiesi. Es ist nur ein langer Weg. Ist ein bisschen beschwerlich. Aber man kennt das ja nicht anders von Tomb Raider. Ist ja öfters so. Jetzt muss ich nur aufpassen, nicht auf den Schienen zu landen. Aber das klappt eigentlich ganz gut. Und hier müsste es eigentlich, wie gesagt, so auch rübergehen. Aber irgendwie geht das hier nicht. Ich hatte das doch mal gemacht, deswegen verarsche mich doch nicht. Aber wir wissen ja, das hatten wir ja auch schon öfters. Hier beim Remaster sind irgendwie die Abstände manchmal gefühlt irgendwie schwieriger. Keine Ahnung. Und den ganzen Weg darf ich hinterher nochmal zurücklaufen. Ist das nicht großartig? Aber wenigstens sind wir jetzt mal endlich bei der Rakete. Vorsichtig. Dann hoffe ich jetzt mal, dass ich mich nicht verfranse. Das kann ja hier doch gerne mal passieren.
Ja, da hat Lara mal eben einfach so eine geheime Rakete gestartet. Ziel unbekannt. Ich hoffe, wir haben damit nicht etwas Extremes zerstört, aber naja, ne, sie war halt im Weg. Wie in Tomb Raider Legend die eine Stelle, wo Lara irgendeine Statue eingerissen hat und dann so, oh, die schöne Statue. Sie war hübsch, aber im Weg. Da kennt Lara nix. Was im Weg ist, wird eben entfernt. Wenn es Personen sind, werden die Personen entfernt. Und wenn es halt auch Raketen sind oder sonst irgendetwas, dann wird eben dieses entfernt. Dadurch ist nämlich diese Klappe hier aufgegangen. Dafür haben wir eine Rakete extra abgeschossen. Ja, das ist Lara. Das ist Lara, wie sie leibt und lebt. Ich hoffe, du hast dir vorher die Raketenpläne gut angesehen, Lara. Kann ich das eigentlich einschießen? Schade. Dann halt nicht. Nochmal speichern. Sehr schön. Loot. Sie tun mir schon so ein bisschen leid, ne? Ich meine, die tun ja hier auch nur ihre Pflicht und ich bin ja wirklich hier der böse Eindringling einfach nur, ne? Naja. Tut mir ja leid, aber ich muss hier eben durch. Ich habe einen Job zu erledigen und den werde ich auch erledigen. Steh auf, Lara. Nein! Es hat doch einigermaßen gut funktioniert. Wie gesagt, einigermaßen. Ah. Ich hatte sie erstmal gar nicht gesehen, dachte so, worauf zielt sie um Himmels Willen? Na, hast du meine Uzis verloren oder was? Sieht gerade ein bisschen danach aus. Oder was verlierst du? Ach, nee, nur Munition. Oh, ist das schön. Wow. Wenn die Leiche hier nicht noch wäre, ne? Und vielleicht das Ganze hier auch nicht so ansonsten hier so dingensmäßig aussehen würde, so militärisch und sowas, ne? Dann hätte das Potenzial für ein Desktop-Hintergrundbild mal wieder. Aber da hatten wir ja schon andere schöne Sachen. Hier dieses Wasser übrigens nicht betreten, liebe Leute. Da sind nämlich auch Laser und ihr sterbt einfach. Hatte gerade noch überlegt, zur Schrotflinte zu wechseln. Aber dann kamst du doch schon um die Ecke gerannt, von daher. Naja. Oh, muss man gleich den Kopf hier in das Dingens stecken. Na komm.
Hebel drück. Wo war das denn jetzt? Ach, der redet hier vorne, okay. Ich kann schon gerade sagen, ich hab's doch gehört. Na, nicht schon wieder Laser. Aber das hat ja eigentlich ganz gut auf Anhieb geklappt. Trotzdem. Ich mag sowas nicht. Jetzt bin ich wieder hier. Ich muss also gar nicht den ganzen Weg zurücklaufen. Das ist doch schön. Das freut mich sehr. Haben Sie ja doch daran gedacht, einen Shortcut einzubauen. Das ist gut. Na, sind hier jetzt irgendwie nochmal zusätzliche Laser? Nein. Hier auch nicht. Komisch. Ich war der festen Überzeugung, da wäre dann sowas, aber naja, dann halt nicht, ne? Ah, hier ist direkt der Kristall. Der war sonst hier irgendwie eher so hier in der Ecke. Der arme Alien. Sieht schon wirklich grausam aus. Armer Kerl. Aber naja, medizinische Erkenntnisse halt und sowas, ne? Aber trotzdem... War das nötig? Ich glaube nämlich nicht. Ruhe in Frieden. Und da sind meine Freunde, die süßen Orcas. Da war früher auch ein Speicherkristall drin, aber der ist gerade irgendwie gar nicht zu sehen. Hi. Du bist wenigstens nicht aufgeschnitten worden, aber trotzdem ziemlich tot, so insgesamt. Es wäre auch böse. Ich könnte jetzt sogar hier vor posieren. Für ein Foto wieder. Nein, das ist zu böse. Das mache ich nicht. Ne, da sieht man es. Da ist der Speicherkristall eigentlich. Aber der ist jetzt gerade gefühlt ein bisschen sehr unsichtbar. Ach, konnte ich hier gar nicht rauf? Und das ist hier echt nur für so ein bisschen Zeug sammeln? Okay. Aber ich will auf jeden Fall meinen Orca-Freunden noch einen Besuch abstatten. Egal, ob da jetzt wirklich ein Kristall noch drin ist oder nicht. Wir könnten jetzt nämlich auch direkt ins UFO, aber das wollen wir ja gar nicht. Denn oben die Secret-Tür müsste jetzt auch offen sein. Die vorhin noch abgeschlossen war. So. Das Fiese ist ja, dass wir hier wirklich diesen Umweg gehen müssen, denn da, diese beiden Sachen, ne, die sind natürlich schräg, dass man da nicht einfach abkürzen kann. Ah, Milan de Raptore, willkommen in der Aufnahme. Er spielt Stardew Valley, wie schön. Aber Stardew Valley ist auch schön. Habe ich ja auch noch vor zu Let's Playen.
Oder zumindest anzuzocken, ne? Für Spiele, die ich gut finde, aber niemals Let's Playen werde, sonst mindestens. Mein Freund, der Solar Gaming, hat das ja schon bei seinem Kanal Let's Played, wo ich dann auch bei sehr vielen Parts dabei war zu Gast. Aber Opti hat mir das ja dann später so fanpostmäßig dann mal geschenkt für die PlayStation 4. Und das muss ich ja dann auch zu würdigen wissen, ne? Ist gerade ein Auto mit einem voll gruseligen Sound vorbeigefahren. Oh! Hi! Ist ja auch nett. Nevada-Kodex, sammeln Sie alle Geheimnisse. Aha. Schön und gut. Ich glaube, ich weiß, wie ich das mache. Hallo, meine lieben Orca-Freunde. Ja, chillt. Oh mein Gott. Free Willy. Schwimme mit den Orcas. Oh, wie schön. Dass sie richtig Wahlgesang auch machen und dass sie so verschmust seid, wirklich. Ne? Ihr seid nicht böse. Ihr wollt mich nicht angreifen. Ihr wollt einfach nur kuscheln. Oh, das ist schön. Oh, dieses Achievement, vor allem Free Willy. Oh, das ist toll. Ich habe die Free Willy-Filme vor allem damals wirklich so geliebt, ne? Oh, richtig, richtig schön. Die haben früher keine Wahlsounds von sich gegeben. Wirklich, ungelogen. Deswegen, das ist gerade so toll. Oh, das war gerade so wunderschön. Oh. Ich freue mich. Ich freue mich richtig. Das war jetzt einfach nur wunderschön. Wirklich. Scheiße, ist das hoch. Habe ich genügend Energie? Ich hoffe. Aber oh Mann, ich bin gerade so verliebt in diese Orcas. Na, das war gerade so süß und schön. Aua. Und wie gesagt, alle Secrets habe ich ja jetzt auch, ne? Genau, wunderbar. Ach Mann, das war gerade so schön. Ich kann mich da echt nur wiederholen. Das Raumschiff hat von außen irgendwie noch kleiner ausgesehen. Es ist eindeutig gewachsen. Ach komm, nehmen wir aber ein großes, ne? Passt schon. Mann, es ist dunkel hier, wirklich. Ich glaube, hier ist erstmal niemand. Erst wenn wir in die Mitte laufen. Von daher war die Heilung dann doch überflüssig. Sein, ich will sie wirklich alle killen. Ich meine, könnte ich machen. Ne? So ist nicht. Ist ja auch cool hier, diese Alien-Stühle. Ach komm, hauen wir ab. Cool. Damit haben wir Nevada jetzt auch geschafft. Area 51. Auf die Sekunde genau 58 Minuten gebraucht. 33 Secrets, 4 gefundene Kristalle, 35 von 36 Pickups. Okay, vielleicht hätte noch einer jetzt auch gerade was verloren oder so. Oder wo auch immer das eine Pickup noch war. Deswegen schade. Aber naja. 2 Minipacks verbraten. Ja, das eine war jetzt unnötig, aber hey. Was soll's.
Genau, als nächstes gehen wir zu den Südseeinseln. Wie der Typ guckt. Oh, die Dinos sehen aber gruselig aus. Wow, sieht das hier jetzt schon wieder schön aus. Hier möchte man direkt Urlaub machen, ungelogen. Richtig, richtig schön. Wow. Einfach nur zum Verlieben, wirklich. Wunder, wunder, wunderschön. Aber gut, ihr Lieben. Neuer Abschnitt, neues Level, neues alles. Ich bedanke mich bei euch ganz recht herzlich fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Und wir sehen uns hier gemeinsam im nächsten Part wieder, wenn wir weiter mit den Fischis hier schmusen. Auch wenn die kein Ersatz für unsere Schmuse-Orcas sind. Aber hey, was soll's. Und ja, dann sage ich mal, bis zum nächsten Part, ihr Lieben. Ciao! -i.